Liebe Zuschauer, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DOZ News. Herzlich willkommen. Nach vielen weiteren Bundesländern zieht nun auch Schleswig-Holstein beim Thema Nachtzähltechnik nach. Neuerdings dürfen sowohl Nachtsichtvorsatz als auch Aufsatzgeräte für die Jagd auf Sauen eingesetzt werden. Voraussetzung ist, dass der Jäger das 18. Lebensjahr vollendet hat und mindestens ein volles Jahr den Jagdschein besitzt. Ungewöhnlicher Verkehrsunfall gestern Morgen auf der A5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau im dortigen Baustellenbereich. Beteiligt waren zwei Fahrzeuge, ein Anhänger und ein Löwenbaby, wie die Freiwillige Feuerwehr Walldorf mitteilt. Die bei dem Unfall eingeklemmten vier Personen konnten von der Feuerwehr befreit und ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Löwenbaby wurde der Tierrettung Rhein-Neckar übergeben. Ob das Tier rechtmäßig in einer Transportbox verstaut war, ist bislang unklar. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren Jäger am frühen Sonntagabend in einem Waldgebiet bei Waldfischbach-Burgalben in Rheinland-Pfalz. Die Grünröcke erwischten Randalierer, die sich gerade an einer Einsatzeinrichtung beschäftigten. Die Täter konnten zwar zunächst flüchten, aber mit Hilfe der hinzugerufenen Polizei konnten die Personen wenig später im Wald gestellt werden. Nun erwartet sie ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Ein nordhessischer Schafhalter hat wegen einer Problemwölfin bei der Staatsanwaltschaft Wiesbaden Strafantrag gegen die hessische Umweltministerin Priska Hinz gestellt. Die Ministerin habe es anhaltend unterlassen, erforderliche Maßnahmen gegen die grausame Tötung von Weidetieren durch Wölfe zu ergreifen. Damit habe Hinz gegen § 1 des Tierschutzgesetzes verstoßen. Laut Rechtsvertreter des Klägers hat es zwischen 2019 und 2020 mindestens 28 genetisch nachgewiesene Risse durch die im Landkreis Hersfeld-Rotenburg sesshafte Wölfin gegeben. Auch der Kläger sei geschädigt worden. Das Bleischrotverbot an und über Gewässern ist beschlossene Sache. Die EU-Kommission sieht eine Übergangsfrist von 2 Jahren vor. Der Deutsche Jagdverband begrüßt die Regelung grundsätzlich, kritisiert aber die lückenhafte Definition der Feuchtgebiete. So könne auch eine Pfütze auf dem Acker als ein solches bezeichnet werden. Ebenso fordert der DJV Politik und Munitionshersteller auf, die Entwicklung von bleifreier Schrotmunition voranzutreiben. Das waren wieder die wichtigsten Meldungen der Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Waldmannsheil.